Moin! Ja, der Regen ist jetzt erstmal ziemlich vorbei. Also ein paar Mal kommt noch so ein bisschen Kleinigkeiten, aber eine große Menge. Wir haben jetzt insgesamt gestern 29 nochmal bekommen. Ja. Ja, auch nicht mit gerechnet. Aber gut, ist wie es ist, ne? Lassen wir die Beine noch ein bisschen trocknen wieder auf dem Feld und dann hier holen wir sie nach Hause, ne? Ist, ja. Wie gesagt, also wenn es schlecht läuft, dann ist oben so eine ganz dünne Schicht, die ist dann so ein bisschen härter. Aber da gehört eigentlich echt richtig viel zu. Normal passiert bei den Beinen überhaupt nichts. Ja, draußen ist jetzt mega geiles Wetter, aber bei mir ist jetzt erstmal hier ein bisschen Werkstatt aufräumen angesagt. Das muss auch mal sein, das nutzt nichts. Bei mir ist heute was Schönes Neues angekommen und zwar, ich habe mir eine neue Lampe bestellt, noch eine Makita-Arbeitslampe. Gerade mal einen Akku reingesteckt, habe sie noch nicht ausprobiert. Also mal gucken, sie jetzt anschmeiß. Hotz. Ich sehe gar nichts mehr, ich auch nicht, wa? an, aus. Jo, und dann habe ich hier unten noch so ein Knöpfchen da. Kann ich, glaube ich, noch. Aha, da stellen wir auf die äußeren um. Und dann noch alles zusammen. Und dann nur wieder den. So könnt ihr es am besten sehen, ne? Ohne eine Frontalblendung. Also die Sachen kann ich einstellen. Cool. Habe ich hier oben noch so einen Bügel und einen Gurt. Was mir hier dran noch gefehlt hätte, wäre tatsächlich noch ein Magnet. Aber gut. Vielleicht langt das auch so. Also wenn ich jetzt hier, kann ich sie hinhängen zum Beispiel. Kannst auch noch den hier verstellen. Ne? Ja. Und da ich ja alles von Makita habe, ist immer so schön, dann kannst du die Akkus nämlich wiederverwenden. Das ist eine feine Sache. Das switcht man dann auch nicht so leicht um. So, perfekt. Passt doch wie angegossen. Ja, ich bin gerade nur dabei und habe hier nochmal den Sand verteilt. Also jetzt sieht man hier eigentlich nichts mehr an Spalten. Ja, hier, wo der Schotter liegt und sowas, da ist ja meine, ja, ich nenne es einfach meine Hochplatzplatte hier zum Ausmisten. Ne? Also, da kommen die Schweine gar nicht hin. Das wird hier abgetrennt. Ne? Das nur, damit ich da reinfahren kann und hier schön wenden. Und ja, das soll jetzt nochmal wieder einspülen. Das lasse ich über den Regen regeln. Das geht ja ebenso gut. Können wir ja ebenso gut Wasser sparen. Ne? Und dann denke ich, dass die Spalten tatsächlich richtig gut und schön und fest liegen, ne? Weil das da schön eingespült ist, besser als im Füllsand, würde ich jetzt behaupten. Aber das sehen wir nachher in der Praxis, ne? Ja, und dann hoffe ich, also mein Plan wäre ja so, dass sie in 3 bis 4 Wochen dann raus können, ne? Vor der Ernte auf jeden Fall. Ja, da sollen wir jetzt bald Gas geben, dass sie dann raus können. Das ist ein ganz großes Ziel. Ja, ich gucke hier gerade bei den Heuballen, wie das aussieht. Aber ich sage, da ist gar nichts passiert hier, ne? Das ist irgendwie gar nichts. Das ist gut. Vielleicht holen wir die doch schon morgen. Ich weiß nicht. Bevor das dann wieder Regen gibt und die Fenne dann doch noch nass wird. Ich weiß nicht, wie viel Regen das gibt. Aber ja, wir gucken mal. Fahren geht doch. Also ist ja trocken. Ich dachte, das ist matschiger. Ne? Ich wollte hier nicht so viel aufreißen, aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nö, kann sein, dass wir den morgen schon Schlatt holen hier. Denn sind die auch schon mal zu Hause. Kann man ja eben so gut. Aber wie gesagt, da passiert so leicht nichts, weil hier dieses Netz ist und so ein Rundbein, klar, irgendwann kommt das auch durch. Ne? Das will ich auch gar nicht behaupten, aber das ist echt schwer. Und wenn, ist das maximal, dass das ja wirklich, also wenn es schlimm trifft, wäre es jetzt diese Schicht hier, aber nicht mal das. Eher so eine ganz dünne Schicht. Eine kleine Rolle und dann ist es weg. Also da passiert überhaupt nichts. Ne? Wenn die jetzt das ganze Jahr draußen stehen, so, dann wird es schlechter. Aber jetzt so ein paar Wochen, da passiert gar nichts. So Rundbein, das ist das Geile an Rundbein. Die sind da sehr, sehr robust bei dem Ganzen. Ja, wir sind auch momentan hier bei den Hof noch so ein bisschen aufzuräumen. Ich war hier jetzt heute bei einem, hab gemäht. Die ganzen Brennnessel runter. Erstmal mit der Sense so ein bisschen. Muss ich nochmal, ja, wenn das jetzt so ein bisschen hier vertrocknen nochmal mit dem Rasenmäher so
ne? Aber das sieht so kacke aus. Ja, ne, hier war ja auch noch die ganze Reihe längs. So Stück für Stück das hier zum. Ja, wir wollen das jetzt natürlich schön verfeinern, ne? Der so auch in den nächsten Jahren ja ein neues Blech bekommt, ne? Hätte ich gerne, dass der auch wieder schick aussieht. Am besten noch Sektionaltore rein. Sollen wir von innen auch noch machen, aber intuitiv, ne? Ja, denn sind wir hier auch bei, da vorne die Ecke aufzuräumen. Hier in der Wanne haben wir jetzt den ganzen Plastikmüll drin. Ne, das sammeln wir alles gesondert und ja, Step by Step, ne? Es ist nicht alles hier von heute auf morgen richtig schier, das kann ich euch sagen. Aber wir kommen immer näher, ne? Ja, ich weiß auch noch nicht, diese ganzen Automaten und ganze Piss. Scheiß, ne? Ja, was sagst du damit, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich sie brauche oder nicht brauche. Mal gucken. Ja, aber Stück für Stück geht das weiter. Dass wir den Hof, ja, in den nächsten Jahren, das ist kein, nicht in einem Jahr gemacht, ne, aber in den nächsten Jahren so weit kriegen, dass wir sagen können, ja, mega. So, jetzt würde ich hier gleich noch den 39 vorspannen schon mal, den 610er zurecht machen, Hoflader und. Hier wollte ich euch auch zeigen, hier haben wir jetzt Holz für den Winter stehen, das ist auch schon so weit ziemlich aufgeräumt, ne. Auch noch so ein bisschen Feinschliff, aber, ne, ziemlich, ne. Wie gesagt, es ist nicht von heute auf morgen alles hier tippitoppi, aber wir sind definitiv am Ball. Sehr gut, dann haben wir das Gespann schon mal zurecht. Wie gesagt, da fährt jetzt der 39, der soll ja auch mal wieder was tun, ne? Und der 926 ist ja vor der Presse. Ja, heute Morgen ein Anruf erhalten, Rinder ausgebrochen. Aber meine sind es nicht. Sind die da hinten vom Nachbarn. Ah, Glück gehabt. Mann. Ja, komm an! Komm! Alle noch da. Puh, oh, sowas hasse ich. Also nett, dass Bescheid gesagt wird. Das hasse ich nicht, aber wenn sie abgehauen sind. Oh, ja, richtig gut. Ja, komm an! Komm! Lecker Hafer. Da freuen sich immer. Na? Ja, habt ihr klasse gemacht. Komm an, ich gehe ein Stückchen. Die Jüngeren sind noch ein bisschen misstrauisch immer. Alle da, super. Ja, wir sind jetzt gestartet. Ja, Annika schon doch vorweg mit dem Frontlader. Wir hatten jetzt überlegt, die Mulde noch mitzunehmen, aber Annika sagte, nee, sie will jetzt lieber erstmal Frontlader solo fahren. Um dein Gefühl fit zu bekommen, völlig legitim. Ja. Weil sonst hätte man die Mulde mitnehmen können und da auch noch ein paar Beine für die Rücktür wieder raufschmeißen, dass man keine Leerfahrt quasi hat. Aber alles gut. Ehrlich, mit am längsten, ne? Das ist so. Habe ich gar keinen Kummer mit. Und ja, denn hier fahren wir jetzt los, holen die Beine. Vater kommt nachher noch mit dem 17.06 zum Helfen. Da kommt Annika angesaust. Ich bin schnell einen anderen Weg gefahren, dass wir sie hier einmal filmen können, den 610er. Jo, der Anhänger ist schon mal voll hier. Ich soll jetzt noch einmal hier das Netz hoch haben, das war ja, wo der Regen kam, da habe ich, hat er noch nicht fertig hier das Netz rumgehabt und ich habe schon mit Klappe aufgemacht. Ja, hat man dann davon, ne? Da war ich ein bisschen zu sehr in Eile, das lege ich jetzt nochmal hier rum, ich hoffe, dass der hält. Ja, eigenes Verschulden, ne? Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich konnte ihn ja nicht wieder reinkriegen, da war ich ein bisschen zu nervös. Soll man nicht immer sein, aber ja, wisst ihr, wie das manchmal ist, ne? Wenn dann kaputt geht, ist Pech, dann müssen wir sehen. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg, alles gegurtet. 18 Stück habe ich hier mit. Und ja, Annika, ich weiß, könnt ihr sehen, sie stapelt sie da in der Reihe. Ne? Oh, und Vater wird auch bald kommen, ich weiß nicht, wann er losgefahren ist. Und dann, ja, kann sie ihn versuchen zu laden. Und dann geht er immer so weiter. Und wir sparen jetzt eben Zeit, weil zack, zack, das ist sehr schnell aufgeladen, denn, ne?
In der Zeit kann der Annika kann sich mit dem Frontlader vertraut machen und eben schon Zeit sparen. Das ist so das, was das bringt. So, zu Hause angekommen. Ist auf jeden Fall ein gemütlicheres Fahren mit so einem Vario, das kann ich euch versichern. Auch wenn der 610er einen neuen Sitz hat oder so, aber das ganze Lenkverhalten und so, ne, das ist natürlich angenehmer. Ja. Und er kommt auch mal wieder in Gang. Tipptopp. Dann wollen wir mal hier abladen. Das machen wir natürlich jetzt mit dem Hochlader. Ne? Per Hand wollte ich sie nur nicht runterschmeißen. Ja, gucken wir mal, ob das klappt, wie ich mir das so vorstelle. Ne? Scheint zu funktionieren. Sehr gut. Wenn wir jetzt gleich zwei nebeneinander haben, dann schafft das mehr. Aber das ist doch schon mal gut. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Richtig gut. Die kommen jetzt erstmal hier hin, wie gesagt. Und nachher, wenn der Weizen weg ist, dann können die reinkommen. Ne? Ja, ich bin nun gleich mit der zweiten Tour hier da. Und Annika hat schon alles fertig aufgereiht. Tipptopp, du. Das schockt, ne? Nur den einen, wo das Netz so scheiße ist, dann gesagt, den lade ich selber auf da hinten. Ja. Aber hier, das ist doch mega. So wird das sein, oder was sagt ihr? Bis zum Geld nicht mehr. So, wieder diese scheiß Leiter, die stört echt bei sowas, ne? Das ist so. Ich brauche mich um nichts kümmern. Annika regelt das.
Ja, den einen mache ich jetzt, wie gesagt, lieber selber, weil ich habe ihn selber verkackt und das einmal rum ist er nett. Mehr ist er nicht, ne? Ja. Und den habe ich jetzt ziemlich unten bei. Wenn ich ihn verliere, weil ich ihn verzähle. Ne? Da muss derjenige, der das verkackt, das auch selber ausbaden. Normal darf da nichts passieren, wenn ich ihn ziemlich unten nehme. Aber es war auf jeden Fall scheiße. Ja. Und das ist ja, wenn ich die Klappe aufmache, bricht er natürlich das Wickeln ab vom Netz, ne? Das ist ja ganz klar. Kann er ja nicht weitermachen. Ja. War dumm gelaufen. Na. Was soll das denn jetzt? Noch ein Stückchen weiter ran. So in etwa. So. Panik erwartet schon. Wir sind wieder auf dem Trecker drauf. Und die Hälfte sollten wir jetzt von den Waldflächen zu Hause haben. Ne? Hier ist einmal der 17.06. Vater hat sich da auch noch so einen extra Seitenspiegel angebaut, damit er am Anhänger vorbeigucken kann. Weil sonst ist das sehr gefährlich. Der Originalspiegel, der gelangt nicht. Ne? Da ist der andere. Da haben wir jetzt 46 zu Hause. Und ich glaube, bin nicht ganz sicher, aber ich meine, es liegen 90 da. Maximal. Ja, eigentlich müssten hier irgendwas um 20 liegen zu Hause. Ja, mal gucken. Dann braucht nur noch der 17.06 einmal fahren und ich zweimal. Und dann hätten wir es. Mal schauen. So, ich hole jetzt noch eine. Vater kommt jetzt noch mit einer und dann haben wir alles zu Hause. Ist ja auf die hier, ne? Denn sollten dort 89 gewesen sein, auf den beiden Flächen. Ja. 89. Passt das? Ja, ich glaube ja. Ja, hier will ich die auf jeden Fall jetzt hier liegen. Ne, hier werde ich auch noch ein paar stapeln. Da werden bestimmt welche sagen, oh, jetzt hat er eine Rundbogenhalle, muss ich trotzdem draußen lagern. Das ist echt so, ne? Was sollst du machen? Ja, hier können noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ballen hin und da. Ja, muss mal gucken. Vielleicht werde ich hier noch 18 los. Und ja, aber nutzt nichts. Der Mähdrescher hat Priorität. Das ist für mich ja eine Allzweckhalle, für alles gedacht. Ne? Und so im Sommer hoffe ich ja eigentlich nicht mit so krassen vielen Niederschlägen. Und unterm Vlies ist das echt gut geschützt. Also ich hatte da ja selbst über das ganze Jahr keine Denk, ne? Also irgendwo soll das Ganze hin, ne? Also hier so eine Halle schön zu haben. Ja, ich habe vergessen auf mein Tempomat nicht. Ja, muss man mal gucken. Das wird sich auch in den Jahren alles einpendeln, ne? Das kriegen wir schon. Da habe ich gar kein Bedenken. So, ich hole jetzt noch 17 Stück und ja, dann haben wir das. So. Dann haben wir alle. Sehr schön. Da bin ich froh. So, hier wegkommen. Oh, das Wort soll wird lücken. Ja, der Kraft hier. Annika ist schon los. Jetzt gab sie schon die Hauptstraße links ist. Kannst du euch gleich sagen. Und dann marschieren wir auch ab. Richtig gut. Haben wir jetzt doch jedenfalls die Waldfläche schon rausgekriegt. Der 610er fängt jetzt auch wieder ganz leicht an mit Öl zu trinken. Also echt, ey, am Frontlader. Boah, ich hasse diese Frontlader. Irgendwas muss ich mir da noch einfallen lassen, dass ich den doch noch diesen Kupplader tausche oder was. Keine Ahnung. Nervt mich nur geringfügig. Ja, aber gut. Das sehen wir noch. Sonst Thema Bodendruck. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Also der Anhänger, der drückt, ne, aber der Trecker, da siehst du keine Spuren von. Ne, der trägt schön über. Aber so ein Anhänger, der hat natürlich sehr schmale Reifen drauf. Ne? Siehst du immer wieder die Spuren vom Anhänger. Ne? Und die Spuren vom 610er, vom Laden. Aber den 39 siehst du gar nicht. Aber der läuft so geil rüber. Der hat natürlich auch schöne Reifen drauf. Ne? Das ist nicht ohne. Das sollte man nicht vergessen. Mal sehen, dass hier keiner kommt. Sieht gut aus. Guck mal da, die Anhängerspuren, also auch nicht doll. Manchmal sackt der ein bisschen weg, der Anhänger, aber es hält sich alles in Grenzen. Ne? Aber der Trecker, hätte ich nun schlimmer gedacht.
Das ist wirklich Wahnsinn, was so eine Maschine überträgt. Ne? So, sollen wir erstmal 39 tanken? Der ist fast leer. Also jetzt nicht vom Fahren. Da ist nicht gegangen eine Anzeige, aber generell zu Hause habe ich nichts mehr. Ist gerade 2,01 €, das ist ja ein Schnäppchen. Dann sollen wir mal zuschlagen und hier mal 500 Liter reinknallen. Mann, die Schweine hier. Ich kann immer nur bis knapp 200 Liter tanken und später das. Und das habe ich gar nicht gemerkt. Der zweite Tankdurchgang 209,9. Früher waren es 201,9. 18 teurer. Scheiße. Aber der Tank ist jetzt auch nicht ganz voll. Also die Anzeige ist voll. Ich weiß nicht, da fehlen vielleicht 50 Liter oder sowas. Maximal. Ne? Ich wollte jetzt nicht nochmal tanken. So was Blödes. Und ich muss den Vorgang neu starten. Wisst ihr? Das ist ja ein bisschen doof. Ja. Nicht drauf geachtet. Ich war so glücklich. 2,01 €. Naja, ich meine, die Hälfte habe ich ja dann für den Preis. Ja, ich denke, den Schmann schnell tanken. Der war ja so, ja, 3 Balken hatte er noch, ne? War jetzt nicht super leer. Aber tja, ist denn so. Und hier, genau, das wollte ich noch sagen. Die Tank-App, das stimmt überhaupt nicht. Die stand auf 2,07 €, als ich losfuhr. Und ich denke, fährst hier rum, ist ja nicht kein großer Umweg. Guckst du mal. Hatte ich schon mal. Die stimmt überhaupt nicht, diese App. Steht vor 15 Minuten aktualisiert, aber passt, tut es irgendwie leider überhaupt nicht. Ja, hier liegen jetzt schon mal, ja, was liegen hier eigentlich? 69 oder sowas? 68? Ja. Also 91 haben wir geholt, haben wir jetzt mal nachgezählt. Und 20 liegen hier zu Hause noch. Dann habe ich aber Zahl drauf. Ja, morgen werden wir noch gucken, da an der Werkstatt sind keine Dachrinnen dran, sehen wir jetzt nicht in der alten. Da muss noch eine Dachrinne ran, weil sonst läuft das hier so auf die Beine. Das ist schade, ne? Dass wir die noch vor dem Regen rankriegen. Für den habe ich bei Kleinanzeigen ergattern können, für meine Feeder statt einen anderen Computer. Weil meiner ja immer wieder diesen Fehler aufweist. So, und so kriege ich jetzt ganz genau mal zu wissen, ob das am Computer liegt oder am Kabelbaum. Ja, wie gesagt, habe ich günstig schießen können. Bei mir ist das immer das Problem, jetzt zieht er die Fahrgassen nicht weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt brauche mit Lenksystem, aber es ist schöner, es zu haben. Ne? Dann müsste ich sie vielleicht nicht vorweg machen, weil mit dem Fendt, der ist doch deutlich wendiger wie der 681. Da komme ich in die nächste Spur rein. Ne? Dann können die Spuren Spur fahren, wenn er die Fahrgassen ganz normal weiterzieht. Ne? Ja, mal schauen. Das war es mir jetzt mal wert zum Testen. So kriege ich das am einfachsten raus. Ne? Ja, nun geht es ans Bein abladen hier noch. Dann hole ich die restlichen nach Hause, weil morgen soll es regnen. Dann haben wir die alle hier. Ne? Vater baut gerade die Dachrinne an. Was ich heute sagen wollte, wegen Frontladerschlepper, sagten da viele beim letzten Video, da, wo wir Wunderwelt waren, wo ich sagte, 818 ist zu klein. Also da geht es mir nicht zu klein als Frontladerschlepper. Ich finde, der ist von der Optik, dafür, dass es ein 180er ist, so augenscheinlich neben den anderen sehr klein. Ne? Als Frontladerschlepper würde ich jetzt persönlich, wenn ich bei Fendt wäre, wäre ich beim 415 oder beim Xylon. Ne? Oder ein Dreier. Also dann ein Vario Dreier. Aber, oder ein 515C. Also die Reihe. Ne? Auch mega. Ja. Ne? Also meine Favoriten wären da eher Xylon und die 5er Reihe, die alte. Persönlich für mich. Ja, bieten natürlich dann ein bisschen mehr Komfortabelheit wie beim 610, aber ja, ich mag die einfach lieber, ne? Aber klar, der 818 als Frontladerschlepper ist das ein großer Frontladerschlepper, da braucht man sich nichts noch machen, ne? Ich bin ein bisschen falsch. Ist immer schwierig, die Emotionen so aufzunehmen, wie man das gerade denkt, weil ich dann immer so viel im Kopf habe. Aber ich finde generell so, wenn ich den gegen meinen 9er sehe, ist das ein richtig kleiner Trecker. Das wollte ich damit eigentlich ausdrücken. Ja, ist immer sehr lustig, auch mich selber im Nachhinein nochmal zu sehen. Ja, ne? Wie gesagt, weil ich dann, gerade wenn ich da bin, da bin ich so voller Emotionen, weil das so, oh, ja, ein Schlaraffenland ist. Das ist echt nicht normal. Ne? Ja, und ein Fendt Xylon zum Beispiel hier, hat er noch nicht genug Luft, auch muss lang. Der hat natürlich einen großen Vorteil. Also eigentlich finde ich das extrem. Ja, musst du einsetzen können, den Trecker. Das ist kein Ackerschlepper. Ne? Also bin ich der Meinung. So für Grünlandarbeiten mega. Frontladerarbeiten zwecks Übersicht, hammergeil. Aber so als Ackerschlepper kann ich mir Xylon zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Also sprich schon von der Kühlung alleine und sowas. Wisst ihr?
finde ich jetzt nicht so geil. Ne? Optisch Geschmackssache, ne? Ist eben ein besonderes Fahrzeug, was eigentlich besonders einsetzbar ist. Schade beim Xylon, finde ich, das ist ein ganz großer Minuspunkt, den er hat, dass der nicht mehr so einsetzbar ist wie ein Fendt GT damals, dass du nicht zwischen Achsraum auch was anbauen kannst. Ne? Das finde ich beim Xylon echt schade. Also das hätten sie meiner Meinung nach noch beibehalten können beim Xylon. Aber dann ist es immer wieder, er muss länger werden und. Ja, muss viel berücksichtigt werden. Aber da können wir lange diskutieren, das wollen wir nicht. Das ist ein Farmblock und wir wollen jetzt weiterbladen. Einmal hier den Grupper weg. Ja, der Vater hat mit dem 706 hier hingefahren, aber hier sollen noch Ballen hin, damit ich die schön los werde. Ne? Und der hat die großen Kugeln dran. Deswegen muss ich den schnell mit dem nehmen. Aber der 16er soll eh gleich mit dem Beinwagen fahren. Ja, wir haben es geschafft. Alle Ballen sind zu Hause. Perfekto. Da haben wir das doch schon mal abgehakt. Ne? Hey, was ich euch sagen wollte, ich war gestern Abend am Spritzen in Gerst oder im Hafer. Und ja, also es ist echt so bei uns, es ist so nass, dass ich auf jeden Fall ordentlich Modder an den Rädern habe und teilweise Pfützen noch stehen. Ne? Obwohl wir jetzt ein paar Tage keinen Regen mehr hatten. Weil viele sagen, wie kann man sich nur über Regen beschweren? Also so nass ist das bei uns. Ne? Also wenn das so nass eine Ernte ist, dann wird das Dreschen richtig spaßig. Ja, so ist das. Das ist ein bisschen ungleich aufgeteilt. Klar, Trockenheit ist schlimmer wie Nässe, aber Nässe in der Ernte ist auch fatal. Also, kannst du haben, wie du willst. Ich stehe da mit dem großen Grubber. Ja, dann haben wir da jetzt einen Beam. Da habe ich jetzt einen höheren gemacht. Ne? Der wird jetzt gleich abgedeckt. Und hier ist der andere. Den decken wir jetzt als erstes ab, der kleinere. Der wird auch über Winter hier so stehen bleiben, weil sonst werde ich die Ballen alle gar nicht los. Und den kann ich mit dem Hoflader nehmen. Der wäre jetzt zu hoch für den Hoflader. Aber den hier kann ich prima so mit dem Hoflader nehmen. Ne? Dann decken wir jetzt ab, weil das morgen eben wieder regnen soll. Dass sie dann gleich auch trocken liegen. So, wenn mal in den Wetterbericht gucken. Ich habe auch jetzt länger nicht mehr geguckt. Also, ja, ich sag morgen 10,7 mm an und nächste Woche auch schon wieder nicht so gut. Ja, aber mir ist jetzt relativ egal. Hauptsache, dass da jetzt erntetrocken Heu ist drin. Das ist jetzt das Schlimmste, was wir hatten. Und ja, ist sehr gutes Heu geworden. Das riecht tatsächlich richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass das jetzt so ein bisschen, aber es riecht so nach so gutem Heu. Also da haben wir echt noch Glück gehabt und sind mit einem ganz, ganz blauen Auge davon gekommen. So, hier ist die alte Werkstatt eben nochmal ordentlich aufgerüstet worden mit einer neuen Dachrinne. Ne, PVC 125er, glaube ich, ist das. Bei jedem Balken haben wir einen Dachrinnenhaken. Ja, und dann sind die hier auch geschützter. Ne? Hinten seht ihr nochmal einen anderen Beam. Und hier den. Ja, dann sollen wir mal abdecken. Ja, haben wir das Schlimmste schon mal hinter uns. Ja, noch ein bisschen richten hier, dann wird das noch vernagelt. Und gut ist das. Und der hier, genauso, der ist auch schon soweit fertig. Das gleiche Prozedere. Ja, und dann sind wir eigentlich so vom Regen gewappnet. Guck mal, hier haben wir auch noch Heu. Ne, die ganze hintere Reihe, hier sind ja nur noch ein paar Strohballen dran. Da sind ja noch 3, 6, 7, 8, 9, 10 Strohballen von. Und der Rest ist alles Heu, ne? Ja, also da fahren wir natürlich auch noch Heu rein. Ganz klar, also so leer bleibt die Halle nicht. Und Stroh kommt ja hier auch noch. Also 100 Ballen kommen auf jeden Fall in Stroh noch hier zu. Das gucken wir noch, ne? Ja, hier liegen auch noch 3 Vlies. Die sind auch besser, glaube ich. Aber die anderen sind auch gut. Aber die sind neuer, sagen wir es so. Ich bin gerade auf Nägelsuche. Und dann haben wir das gleich. So, die sind jetzt erstmal verdengelt. Da kommen noch dicke Taue rüber, aber das wird heute nichts mehr. Ne? Wollen wir noch den Grupper abstellen? Ich habe jetzt einfach mal alte hier Pfähle reingesteckt auch noch. Ich habe die ganzen von den Schafen noch, die sind für die Rinder zu kurz. Kann ja nicht schlechter werden, ne?
Aber der kommt noch rein, Dreiachser bleibt hier stehen und dann haben wir alles zurecht. Tipptopp. Ja, in dem Sinne sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.